Wie rettet man eigentlich die vielen kleinen Clubs und Kulturstätten, die sich in Leipzig angesiedelt haben, als hier in leerstehenden Fabriken noch richtig viel Platz war? Sie hatten ja einen gewaltigen Anteil an dem Ruf der Stadt Leipzig als attraktive Kulturstadt mit einer reichen freien Szene. Doch seit die Stadt sich beständig weiter verdichtet, müssen immer mehr Clubs schließen und weichen. Die Clubs sind bedroht und sie sind nicht nur deswegen bedroht, weil die wirtschaftliche Situation schwierig ist und sich viele Menschen aktuell überlegen, wo sie ihr Geld ausgeben, sondern sie sind insbesondere in den wachsenden Städten, in den urbanen Großräumen durch Verdrängung betroffen. Und allein in Leipzig gibt es durch das Live-Kombinat eine aufgestellte Liste der verloren gegangenen Clubs. Die Älteren unter Ihnen werden sich vielleicht erinnern an einen der legendärsten Techno-Clubs, die es einst im Osten gab. Nein, diesmal ist es nicht die Distillerie, sondern das legendäre 1040. Es sei denn, es existiert eine kommunale Beschlusslage, nach der die Verwaltung in Bebauungsplänen und städtebaulichen Verträgen den Schutz von Kultureinrichtungen festlegen kann. Genauso wie 2019 beschlossen. Was mich hier am meisten ärgert, ist, dass wir zum 100. Mal über Clubs sprechen. Hauptsache die Grünen haben Wahlkampfthema und ich finde es mittlerweile relativ peinlich. Manchmal klauen sie ganze Anträge von anderen Fraktionen Wort für Wort. Dann wiederholen sie Sachen, die vor Jahren schon hier beschlossen worden sind. Ich beantrage eine punktweise Abstimmung. Dankeschön. Der Oberbürgermeister wird also beauftragt, Kreativräume und kulturelle Raumbedarfe in die Stadtplanung zu integrieren und vorzulegen. Aber die Sorge um die Leipziger Clubszene teilen eben deutlich mehr Ratsmitglieder als nur die Grünen. Der gemeinsame Antrag von SPD und Grünen erhielt, auch in der von Thomas Kumbanus beantragten punktweisen Abstimmung, eine klare Mehrheit. Wobei das Gefühl bleibt, dass das am Verdrängen der Leipziger Clubkultur am Ende doch nichts ändern wird.